Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu Call of the Sea. Wir sind hier gerade in der. Ich steuere. Also ist es wohl keine Zwischensequenz, aber wir sind gerade auf dem Weg, Dagons Hintern zu knutschen. What is that? What kind of creature is this? Ja, schwimmen wir darauf zu. Solche Dinge passieren bei Dagon. Ja, habe ich wohl von Anfang an die richtige Tendenz gehabt. Oh, sie ist unten bei dem Schiff. What happened? Oh, how did I get to this beach? Oh, I have a terrible headache. Torn apart and cast so far up the beach. What on earth could have happened to it? Steht da einer? Nee, das ist that the Statue. Ship I saw through the telescope? The Lady Shannon? I wonder what else could be seen beyond these shores. Ropes are frayed and there are strange marks on the wooden pole. Looks like they took items from the stranded ship. It's too dark to see anything inside the tents. I should find a way to turn these lights on. Das ist doch hell. Never heard of this Eric Zahn fella. Radio Symphony Orchester Berlin, Erich Zahn. Ich habe von dem schon mal gehört. Das ist der wahnsinnige Geiger, der auf seinem Dachboden spielt und mal eine Begegnung mit Azathoth hatte. Gibt's, glaube ich, auch auf als Hörspiel von mir, Hörbuch von mir vertont auf meinem Kanal. A pulp magazine. I love Chandra Hogarth stories. The House at the End of the World. Escape from Arcadia. Ups, what the fuck? Okay. Portable typewriter. Photographic film. Oldschool, sage ich euch. Kennt ihr solche Dinger noch? Ich kenne sowas noch. Man die eingelegt hat in die Kamera und alles und dann musste man da vorsichtig sein. Da dürfte kein Licht hinkommen und alles, ne? Cults and Rituals. An Interview with Inspector John Raymond Legress. Ist halt abgeschnitten, daher ich würde es gern vorlesen, aber es bringt nichts, wenn hier immer die Hälfte des Textes fehlt. Goodness me, what a collection of happy news. Seltsamer Vorfall in Massachusetts. Die Gardner Family von Farm bei Arkham spurlos verschwunden. Die Gardner Family, waren das nicht die mit den Farben aus dem All? Oh my. Robert Sidham und seine Frau tot auch vorher sie gefunden. Ich bin hier irgendwie verwirrt wegen der Schreibweise hier oben. Robert Sadem and her wife. Müsste es nicht his wife sein? Aber okay. I believe Harry visited this exposition when he was looking for answers for my illness. Ja, das sieht nach tollen Gegenständen aus, auf jeden Fall. Contorted face. Is this what's going to happen to me? Möglicherweise.
Vier von uns waren notwendig, um ihn zu bewältigen. Woher hat er nun diese Kraft? Those footprints definitely do not look human. Geht so. This picture is taken from a distance. What is he doing? Floating rocks? Der Doktor scheint einige Felsen was zuzuflüstern. Schweben sie? Okay. Took notes about some important dates. 30. Juni Ankunft auf der Insel, 1. Juli wir schlagen Lager auf, 14. Juli springt die Brunnenschachtluke, 24. Juli wir brechen unser Lager ab und ziehen um auf den Strand, 14. Juli letzter Eintrag im Logbuch der Lady Shannon, gleicher Tag. Did he take some amulets from the other campsite? Or did he call some more? Welcher fehlt? Will ich mal vergleichen, welcher weggeburnt wurde. Ach, der da? Ja. Ja, der alte. Moment. Stimmt das überhaupt? Nee, ach, das ist der, der verrückt geworden ist, der da fehlt. Ja. Okay, da geht's auch noch. Nein. These two fellows seem to get along pretty well. Frank und Theodora singen, während sie in der Werkstatt arbeiten. Frank, ich verstehe, was Sie sagen, aber wir können Harry nicht allein lassen. Sie denken sicherlich, ich wäre nur hinter einer Sensationsgeschichte her, aber was würden Sie tun, wenn Ihre Frau krank wäre? Würden Sie sie sterben lassen? Ich bleibe bis zum Ende hier. C. C wie in C wie was wir die ganze Zeit finden. The doctor was certainly well supplied with all kinds of substances. Oh dear, this dog was a certifiable loon. Das ist der Dolch, den du dabei hast. Gestern haben die Steine mit meinem Lied getanzt. Mit meinem Lied. Mijin, Dive, Lied, yeah. Alles an diesem Ort ist gestimmt. Es gibt einen Schatz in Schat. Gokalu, Rlu, Fnaglu, Baff, Agel. Agel, Junge, Agel! A white fedora. It's really dirty. Die mitnehmen. A handkerchief with the letters EDW embroidered on it. It's stained with blood and black ooze. Discarded clothing. It hasn't been worn in a long time. Wir haben so viele Orte, wo wir hingehen müssen. Hey, this sailor is a dead ringer for my grandpa Isaiah. Und das Ding kommt aus Innsmouth. Okay. Das ist ein geheimes Objekt in Kapitel 3, alles klar. Habe ich gerade das Achievement bekommen. We found a secret object in Chapter 3. Menu is rather limited here. Habe ich auch die anderen? Wahrscheinlich nicht. Gut, ich brauche Ich habe nie jemanden mit so viel Nahrungsmittel gesehen.
Okay. Ich brauche nicht so viele Hinweise, um die Dots zu connecten, ne? Jetzt mal auf das war schon von Anfang an eigentlich recht deutlich. Dieser Teufel, Dewitt hat auf Frank eingestochen. Zum Glück ist es nur eine Fleischwunde. Zum Glück haben sie mich zurückgehalten, sonst hätte ich diesen Irre längst abgeknallt wie einen tollwütigen Hund. Hey, was sag ich da? I've never seen Harry so angry. It might need to be turned on. 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 You always did have a good ear, Harry. Ich habe dieses Gebilde die letzten Tage untersucht. Der Ton, den es von sich gibt, ändert sich ständig mit den Gezeiten. How can someone build something like this out of stone? Abschnitt mehr Basaltstruktur, riesige Steinorgel. Wellen drücken Luft durch die Steinröhren. Okay, interesting, interesting. A rock stained with black ooze. Looks like the prototype of something. What kind of doodad is this? Okay, wir können hier auf jeden Fall die Tasten drücken, aber hier oben das Zahlenrad nicht verschieben. Den Hebel können wir umdrücken. Look at the size of these stones. Expedition in den Südpazifik, megalithisches Basaltgestein. Alter, ist es hell. These symbols are linked to the piano keys. Eins, zwei, drei, vier. Und dann wird's fishy. Könnte auch noch aufs Schiff, oder? Und hier oben? Ist da? Was hier? Ist nochmal sowas? Sometimes I still doubt whether this isn't just some ghastly dream. Ghastly. It's curious, but. It's the first time since I got sick that I feel useful. Harry is depending on me, and not the other way around. Hier hört man die Sounds. What odd structure. It doesn't look like a building, though. Bisschen dunkel. Okay, dann können wir noch zum Schiff. Und da hinten geht's auch noch lang. I'm quite scared of storms. When I was a child, I used to cover myself with the sheets to not listen to the noise of thunder. I doubt I'd like to cover myself with something in here. Time to overcome your fears, Nora. Das ist hier weitläufig. Some kind of improvised workshop. Okay. This Nett. Must be the highest part of the island. And that diamond shape again. How striking. Frank, wenn wir den Tempel auf den Berggipfel wollen, müssen wir die Effekte dieser Orgel irgendwie nachahmen. Ich weiß, dass wir nicht geplant haben,
dass wir das nicht geplant haben, aber wir müssen eine Maschine aus allem bauen, was wir uns von der Lady Shannon holen können. Schaffen wir das? Harry. What kind of machine were you building? Blowtorch. Looks like it's been used a lot. Harry isn't usually very chummy, but he really seems to like Frank. Frank, tolle Idee. Wir bringen das Material, das wir brauchen, zum Gipfel, um dort unser Lager aufzuschlagen. Noch eine Sache, bitte nennen Sie mich nicht länger Mr. Everhart. Nennen Sie mich Harry, wie es alle meine Freunde tun. Harry. Photo. I can't make out what's in it. Wie ein Schlüssel oder so. Dann nimm's nicht mit, oder? Also ins Schiff noch und da hoch. Falls wir ins Schiff tatsächlich rein können. When I get back home, I'm going to read up on engineering. I've been interested in knowing how things work since I was a child, but I always thought technology wasn't for me. What nonsense. Okay, das ist wieder zu weitläufig. Wir gehen erst zum Schiff. Wir gehen erst zum Schiff. Genau, wir überlegen, ob ich heute noch weiter aufnehme oder nicht. Ich habe schon Bock. Also es ist ja nicht. Ich weiß nur, dass ich mit der Zeit dann irgendwie sehr ungesprächig werde. Bin ich allgemein schon, ne? Und jetzt bin ich, weiß nicht. Mal gucken. Also checken wir mal das Schiff aus. Man kann hier doch an der Seite rein, ne? Ja, ja. Hier am Strand waren wir auch noch nicht, oder? Und haben uns genauer umgeguckt. Da auch noch irgendwas liegen. I've always been afraid of storms, but something or someone seems to be moving there on the reefs. Or is it just my imagination? Nee. Ich glaube, das ist nicht deine Einbildung. Da, wo mein weißer Punkt hinzeigt, seht ihr das? Sieht aus wie Augen. Das bewegt sich auch. Mulli Macaroni. Was ripped open. A few jagged rocks couldn't have caused a gash of this size. Meine Nachbarn hämmern. Ich hoffe, man hört's nicht. Um echt zu sein, finde ich diese Leitermomente finde ich ganz furchtbar in dem Spiel. Nicht nur, weil es langsam ist, sondern auch, weil das ist dann immer der Moment, wo dann hinter einem was spawnt oder so. Das erwarte ich bei dem Spiel jetzt nicht. Aber... I can't see any trace of the ship's crew, nor their remains. What happened here? Dead as a doornail. Nope, wrong. I'll try again. Nope, wrong. I'll try again. All green. Now, what exactly did I turn on? Licht vermutlich oder so. Das sah gerade aus wie eine riesige Tentakel, sage ich euch.
Ich würde sagen, den Rest des Schiffes erkunden wir dann aber in der nächsten Folge. Blind Spectator war vorher mir gewohnt. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wir sehen uns dann. Haut rein. Ich bin ein krasser Influencer. Beugt euch meiner Macht. Klickt dieses Video. Abonniert und liked mich.